Servus und hallo zur neuen Folge ETS, diesmal im Singleplayer, weil ich möchte euch ja gleich ein bisschen was zeigen, beziehungsweise, das hört sich so geschwollen an. Da man so wie es ist, momentan macht jeder, fast jeder, Werbung, beziehungsweise stellt die neue Version im 1.32 in der Beta-Version, wohlgemerkt, vor, beziehungsweise das neue Highlight, und haben mir gedacht, komm, hausch einfach auch ein Video dazu raus, es passt dann schon irgendwie. Ja, ihr wisst ja auch schon von anderen YouTubern und hauptsächlich auch selber verfolgt, die regelmäßig ETS spielen, in 1.32 in der Beta-Version, welche noch nicht im Multiplayer funktioniert, muss man dazu sagen. Ich habe was vergessen. Ganz kurzen Moment. Ich habe da eine Kleinigkeit vergessen. So. Da, gleich besser. Jetzt. Die 1.32, die läuft nicht im Multiplayer. Die ist noch nicht ganz so weit, also das haben wir Beta. Und das Highlight davon sind einfach die einzelnen Trailer, wo man sich jetzt selber kaufen kann und quasi mit seinem eigenen eigensdesignten Trailer, ist übertrieben, also wie bei den LKWs, kann man die auch lackieren. In den Paintjobs und den Sachen, was man hat. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz rein, was es da so gibt. Also, ihr kennt es, der ganz normale Plan. Auflieger, drei Achser. Kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Es sind drei starre Achser, so wie es aussieht. Falsche Richtung. Oh, kann man die ganze Dinger freier, okay. Hinter schön. Mal von der Seite. Also, ja. Yeah. Normale Standard. Dann haben wir hier. Einmal, ich sage jetzt mal Gigaliner dazu. Es sind zwei Sattel Auflieger aneinander gekoppelt, jeweils also quasi sechs Achse. Jedes Achspaar, also Achspaar, so nehmen wir die dann drei Achse, haben jeweils eine Liftachse mit dabei. Ansonsten der ganz normale Plan. Auflieger, wenn wir überlegen, dann haben wir hier den Gigaliner, den wir bis jetzt kennen. Da hat hinter einem Zusatzanhänger so eine normale Achse, so wie es ausschaut. Ja, so wie es ausschaut, schon das normale Achse. Hier haben wir wieder die Liftachse mit dabei. Dann haben wir hier einen festen Koffer, auch mit Liftachse. Ich denke, dass die hintere auch starr sind dann. Hier noch ein Gigaliner. Den gar nicht so weit wegzoomen. Auch wieder mit zwei Liftachsen. Ich mag die, mach das ein bisschen im Schnelldurchlauf. Weil es eigentlich eine Vielzahl von Aufliegern gibt, wo da drin sind. Dann haben wir hier nochmal auch mit Kofferaufbau den Gigaliner, den wir bis jetzt kennen. Dann haben wir hier einen Flachbettauflieger. Liftachse und starre Achse hinter. Vermute ich mal. Hier haben wir nochmal einen Kofferaufbau.
oftmals einen Koffer aufbaue. Wo ist da der Unterschied jetzt? Für den einen vorherigen. Dann haben wir hier einen Kofferaufbau mit Kühler. Gigaliner mit Kühler. Nochmals den normalen Gigaliner mit Kühler. Und ein Kranwagen. Der müsste jetzt Liftachse und Pendelachse, also mitlaufende Achse haben. So vom Radstand her, sobald wir die auseinander sind. Normaler Autotransporter. Schöner alter Silo-Auflieger. Tankzug, älterer, der scheint etwas neuer zu sein. Es ist ein Milchtrailer, okay. Hier moderner Tankzug. So. Ach, wie heißen die Dinger jetzt? Die kannst du ganz ablassen auf den Boden. Dann fährst du vor. Dann setzt er quasi die Ladung ab. Du lässt wieder die Achse hoch. Kannst wieder weiterfahren. Ach, wie heißen die Dinger jetzt? Ihr wisst sicherlich, schaut so bitte in die Kommentare. Denn für alle Schwerlastfreunde natürlich der Tieflader mit Kesselelement. Tieflader mit Fräse. Kabeltrommel. Aber die jetzt. Der normale Containeraufbau, also Containerwagen. Ein Viehtransporter. Für alle, die mit der Landwirt unterwegs sein wollen. Holztransporter. Nochmal ein bisschen Elektro. Hier könnte Betonplatte umeinander fahren. Also das finde ich jetzt echt ein bisschen komisch, weil man die direkt mit Fracht kaufen kann. Normale Muldekipper. Nochmals ein Milchtrailer von Schwarzmüller. Dann haben wir hier den Schwarzmüller. Nochmals mit Elektrostrutt. Hier war das vorher, das war das zum Schwarzmüller Holz. Hier der normale, ich sag mal, LKW-Transporter, was hat drauf? Natürlich, es kann ja, so muss das. Genau. Ne, das ist ein Standard-Autotransporter. Hier nochmal ein Planwagen. Jetzt sind wir glaube ich wieder am Anfang. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ihr seht hier, wieder komplett am Anfang. Haben wir alles einmal durchgemacht. Gehen wir hier mal raus und geht einfach mal zum LKW-Dealer. So, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Flachbettauflieger mit 2 Achse, 3 Achse. Normal Planauflieger. Hier haben wir Kofferaufbauter, Gigaliner als Planauflieger. Wobei bei den, hier haben wir noch einen Kühlzug, hier auch nochmal.
Bei den Giga-Ladungen, die gehen nur in Norwegen und Schweden oben, also mit dem Skandinavien-Pack. Sonst kann man die nicht fahren. Was nehmen wir? Nehmen wir uns den Tieflader mal raus. Dann können wir auch die Ausführung ändern. Okay. Ist so. Wir können sagen, wollen wir einen Holzaufbau? Wollen wir einen Metallaufbau? Ah, okay. Vergesst alles, was ich ja vorher gesagt habe mit starre Achse. Vergesst es. Ihr habt hier Tandem-Achse. Tandem-Achse mit einem größeren Abstand. Dreiachse mit Liftachse. Dreiachse mit Liftachse und Zwangslenkung hinter drin. Nochmal ein Dreiachs mit Liftachse hinter drin. Oder dann den hier. Normaler Dreiachser mit zwei Zwangslenkungen. Machen wir den einfach mal so. Dann können wir hier die Farbe noch wählen. Moment, ich möchte ihn aber als so. So. Haben wir die ganzen Lichter dran. Haben wir das Kästchen dran. Dann nehmen wir die Reife. Also ihr seht, das ist wie beim ganz normalen LKW. Könnt ihr die Sache auswählen. Ich mache das mal ganz kurz noch fertig. Halt hier. Was hier noch mache? Haben wir hier ein Ersatzrad dran? Oh, so ein kleines Kästchen. Metallisches Kästchen? Ne, hier machen wir das Ersatzrad dran. Haben wir schöne LED-Beleuchtung, eine große. Schöne Spritzlappe dran. Und hier hinten machen wir Feuerlöscher und die Geschichte. Das hat er übernommen. Das hat er auch übernommen. Hier machen wir auch die Staubox dran. Dann haben wir genügend Platz für die Spanngurte. Er bestätigt die ganze Geschichte. Und kaufe den einfach. Den stellen wir uns nach Stuttgart in die Garage. Okay. Do you really want to buy? Ja, ja. So, jetzt hätten wir uns denn hier geholt. Was machen wir noch? Es ist ein Schubboden-Auflieger. Und dann holen wir uns so ein. Hey komm, machen wir uns einen Plan dazu. Hier können wir noch mal was auswählen, Mama. Hoppala, Entschuldigung. Was für eine Art wir wollen. Denkt noch mal dran,
die Gigaladen-Geschichte nur in Verbindung mit dem Skandinavien-DLC. Eine Fresse, schweres Wort. Wir nehmen uns den Standard raus. Hier können wir nochmal auswählen. Den Kühlzug, okay. Ein Kühlzug mit Planedach. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es in Realität wirklich gibt. Weil da kommt ja die ganze Kühle raus. Ist hier, nehmen wir den als Schubbohle. Machen wir den als Dreiachsausführung. Mit Liftachse. Ich habe eine weiße Zugmaschine. Das wäre jetzt noch obergeil, wenn wir da wirklich sein. Was ist das wohl? Das wäre jetzt noch obergeil, wenn wir da wirklich sein. Eigenes Logo designen könnte. Was passt am besten zu meinem weißen Auflieger, zu meiner weißen Zugmaschine? Machen wir so, oder? Dann designen wir den noch ein bisschen. Haben hier die Fibel dran. Haben hier ein Staufach dran. Komm, wenden wir es richtig. Von allem das teuerste, wie wir es vorher auch gemacht haben. Achso, der Reifen muss jetzt vorne auswählen. Auf der ersten Achse. Dann nehmen wir den hier. Er braucht zwar mehr Sprit. Ist ein bisschen lauter. Ja, jetzt weiß ich, warum meine Zugmaschine viel Sprit säuft. Aber mir gefällt der trotzdem besser. Den hier. Bin mal gespannt, wie lange es geht, bis ein Tuning Pack da dafür rausbringe. Ja, man kann hier. Oh, geil. Hier nochmal ein Staufach. Nee, hier ganz normal den hier. Haben wir hier Begrenzungsleuchte dran. Und hier machen wir. Kleine Staufach und der große ist ein Spritzlapper. Da haben wir hier noch auch wieder viel Platz für Spanngurte. Bestätige das Ganze wieder. Schon ein schönes Geschoss. Das kaufen wir und tun es auch. Nein, ich möchte jetzt nochmals zurück. Ich möchte nämlich den einen Knopf noch ausprobieren.
Ah, okay. Also mit dem Knopf könnt ihr euren LKW mit einblenden lassen. Da wird jetzt eine Einachsmaschine besser dazu passen. Okay. Gehen wir wieder raus. Wir kaufen das Ding trotzdem. Stellen es jetzt einfach mal nach Stuttgart. Ja, möchte ich kaufen. So, da gehen wir kurz raus. Gehen wir in den Trailer Manager. Verkaufe, also Umsätze verkaufe, weiter aufmutzen, für mich reserviere. Yes. Okay. Gucken wir schnell raus. Aber wahrscheinlich müssen wir kurz nach Stuttgart springen. Ja. 517 Kilometer, um den Auflieger zu holen. Das möchte ich euch jetzt nicht antun. Den haben wir dem zugeordnet, aber ich möchte den Garagemanager. Dann Stuttgart. Ja, klar bauen wir die aus. Jetzt braucht's ein bisschen. Ja, schön, schön, schön. Da. Ah, okay. Hierhin, jetzt gehen wir einfach mal auf Travel. Schnellreisen. Ich könnte den hier auch einsteigen. Nee, ich reise hin, weil ich habe ja der Zugmaschine den Auflieger zugewiesen. Tada, und da steht er. Ich vergesse jedes Mal die scheiß Feststellbremse. Meine ich nur, dass der Ton ein bisschen arg laut. Erstmal war zu leise, jetzt ist es zu laut. Da. Dann hängen wir uns den Auflieger mal an. Und wir können mit dem leeren Auflieger rumfahren. Ist das nicht geil?
Alter, mir gefällt das Gespann. Einfach nur geil. Ich freue mich schon so, wenn es ein Multiplayer kommt. Gut, es ist jetzt übertrieben. Aber können wir jetzt hergangen? Können den Flachbett auflegen? Den hat sich einer gekrallt? Den hat sich tatsächlich einer automatisch gekrallt. Jetzt machen wir noch einen kleinen Test. Das machen wir jetzt noch. Also ihr seht, das Menü, wenn ihr auf eure Aufträge geht, hat sich um einen Punkt erweitert. Wir sind in Stuttgart. Ich möchte eine ganz kurze Route. Die Route sind alle so lang. Was ist da los? Von Willy Bits. Leere Palette. Die ist kurz, das fahren wir. Schutzkleidung. Als Navi-Zielsetzer. Ich muss nur schnell meine Pedale wieder zu mir ranziehen. Ich schiebe die nämlich immer momentan weg. So, machen wir das vorne nicht aus. Bremse los. Noch was. Da kommt noch ein Bus. Und noch ein Auto. So, jetzt aber. Die Chance nutzen wir jetzt. Ich wusste, warum so laut ist. Jetzt hört man wieder nichts. Hier. Jetzt hatten wir das, nehmen wir mal an. Hier hinter steht unsere Ladung bereit. Das heißt, es ist jetzt wie beim Auftrag abgeben. Gehe ich mal davon aus. Ja, man kann es skip, also einfach schnell hinfahren, schnell aufladen, schnell wieder weg. Aber wir wollen es ja wie die richtigen Profis machen. Ah, andersrum. So viel zum Thema richtige Profis. Schlägt noch falsch rum ein. Also ihr seht, ihr müsst da nicht hundertprozentig ranfahren. So. Halt. Jetzt wird beladen. Die Maschine. Has been loaded. Yes. Ich muss noch schnell was ausprobieren. Hey, bleibst du stehen? Jetzt geht die Achse hoch. Sauber. Wie viel haben wir denn geladen?
jetzt können wir Schaden kassieren an der Zugmaschine, am Auflieger und selbst an der Fracht. Fallwasser nur an der Fracht. Sehr geil. 20 Tonnen. Ja, wir lassen das ganze Ding mal dran. Und gäbe Gas. Ich gehe mal davon aus, dass die Abladesimulation genau gleich sein wird. Wenn ich hier auf meiner Spur bleibe, dann reicht's. Habe ich noch falsch rum geblinkt? Auch noch. Ey, ich feiere das gespannt. Ich feiere es einfach nur. Schnell wieder weiterschalten. Ja, weißt du, was du willst? Wie im realen Leben. KI-Verkehr kann sich auch nicht entscheiden. Aber wir brettern hier jetzt. Boah, nicht runterschalten, hochschalten. Was machst du für einen Scheiß? Ja, genau Leute, so solltet ihr es nicht machen. Genau so solltet ihr es nicht machen. Aber 0-0. Jetzt habe ich 1% auf der. Mir bleibt nichts anderes übrig wie. Nee, nicht abbrechen, sondern. Ich will einen Abschlepper. Andere werde der Trailer wieder parken. So, das heißt, wir geben uns noch mal unser Bestes. Also so schnell habe ich noch nie einen Trailer umgeschmissen. Ganz ehrlich, und ich habe schon einige umgeschmissen. Ich bin jetzt einfach so frech und ziehe raus. Hey, nicht wieder umschmeißen. Wah, ich hatte rot. Shit, warum sagt mir das niemand? Der lässt mich rein. Umorientieren oder umeinsortieren hieran. Ja, 384 Kilometer, das geht. Und ich gerade sage, wenn die Ampel umschaltet, wird. Warum bin ich eigentlich so rumgefahren? Einmal um den kompletten Scheiß rum. Wenn ich es hätte kürzer haben können. Jetzt stehen wir halt zum zweiten Mal an der Scheißampel. Mein Scanner kommt nicht aus dem Putt. Also eins haben wir jetzt gelernt, wir müssen da vorsichtig hoch und schmeißen wir unsere ganze Kiste wieder um.
aber so schnell war ich doch beim ersten Versuch gar nicht. Aber scheinbar war es zu schnell. Aber der Aufleger, wenn ich so im Spiegel gucke, der schwankt bei jeder Kleinigkeit. Hier wieder ganz vorsichtig, nicht dass man wieder umschmeißt. Seht ihr das, wie der Auflieger nach außen kippt im Spiegel? Ich weiß nicht, liegt das an meinen Einstellungen, die ich habe? Oder ist der Trailer wirklich so kopflastig? Hat gerade ganz kurz Besuch. Hier müssen wir ja wieder raus. Das heißt, es müssen wir wieder ganz sachte machen da unten. Okay, es hat sich jetzt gelohnt, das kurze Stück mit dem Überholverbot. Ah, ich habe jetzt gerade echt Bammel, dass ich meinen LKW wieder umschmeiße. Ist erlaubt und mit 77, 75 wird uns wohl nichts passieren. Ein normales Standlicht reicht, normalerweise darf man so nicht fahren. Aber wir tun es jetzt einfach mal. Ich feiere das Ding immer noch. Ich freue mich auch schon voll, wenn es im Multiplayer rauskommt. Schreibt mir bitte einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem 1.32 oder 1.32 Update haltet. Es würde mich jetzt echt interessieren, ob ihr das genauso feiert wie ich. Oder ob ihr so sagt, ja, so ein Scheiß braucht keine Sau. Aber ich denke mal,
dass das Ding jeden feiert und jeder haben möchte, dann und so schnell wie möglich haben möchte. Können wir einfach mal ein bisschen Gas, dass wir noch ins Ziel kommen heute. Mal bei meinem Hand 215 Kilometer, 214. Ich habe eine Begrenzer drin, warum marschiert der so schnell? Marschiert echt zügig. Haben wir mal wieder Licht an. Ganz rüber. Muss auch gesagt worden. Haben sie hier wieder die Straßenführung ein bisschen geändert? Wow! 1.100 Euro Strafe. Also haben sie daran auch ein bisschen rumgeschraubt. Es ist heftig. Ihr wisst, ich halte mich normalerweise strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzung und die Sache. Aber ich möchte das Video halt nicht so in die Länge ziehen. Hier ist wieder eine 40er Durchlasszone. Hoffe ich zumindest, sonst kleppert es jetzt gleich. Anfang der Mautzone, die wollen noch kein Geld von mir. Ich drücke mich jetzt einfach mal rein, hoffe, dass hinter mir nichts war. Es gibt wieder ein längeres Video. Aber ich finde die Beleuchtung einfach nur geil. Hoch hier geblieben. Verzeiht es mir, wenn ich jetzt ein bisschen
wackelig fahre. Da gehen wir wieder rein. Wenn ich die Spurgröße halte, bevor ich noch einen Unfall baue. Aber schreibt mir auch bitte rein, was ihr von dem Gespann haltet, so. Ob ihr da noch Optimierungsbedarf seht, gerade an der Farbgestaltung, Lichtgestaltung von der Zugmaschine oder sowas. Schreibt mir einfach mal eure Idee, was man da draus so machen könnte. Langsam. Ich glaube, so langsam habe ich mich dran gewohnt. Oder dran gewöhnt. Was, jetzt wird er müde. Bleibt die oben, kommt die runter. Bleibt oben. Nee, ich habe jetzt nicht vergessen zum Schalter. Ich habe beabsichtigt den größere Gang drin gelassen. Hier kann ich noch bleiben und die nächste muss ich dann. Nee, jetzt, oder? Ich hätte hier rüber müssen auf die Parallelspur. Egal. Was bremse du? Ah, ich sollte den Rastplatz anfahren, bevor mich die Polizei erwischt. Aber wir geben die Ladung ab und dann können wir gediegen eine Runde Pause machen. Yeah.
rechte Spur, weil rechts war Gebot. Nee, jetzt, oder? Wieder eine Geschwindigkeitsübergrenze. Das war auf Höhe Ortsschild. Eigentlich. Wow. Ich habe das nicht geblickt, ich gebe es zu. Das Bild hat jetzt sein müssen. Ich verwechsel immer F1 mit normale 1. Bleibst drüber, du darfst nicht drüber zu mir. Jetzt macht er mir. Da. Ich sehe jetzt darüber. Oh, denen, die kann nur abwarten, bis der Zug losfährt. Ja, ich hab's gleich geschafft. Ich bin gleich am Abladepunkt. Jetzt bin ich eben mal gespannt. Wie das mit dem Abladen dann läuft, ob das die gleiche Animation ist. Mensch, da steht Material. Ich komme nicht rum. Doch, hat gereicht. Aber jetzt knall ich hier drauf. Also, was heißt uns das? Rückwärtsgang rein und. Aufpassen, dass man uns die Schläuche nicht abreißt. Jetzt. Da fahren wir ziemlich weit rüber. Erstmal ein bisschen rüber gegen den Zaun. Bin ganz vorsichtig. Da, gucken wir mal. Eingabe. Ich hätte es geil gefunden, wenn da die gleiche. Ich kann hier gleich gucken. Das sind jetzt die Frachter, die die Firma anbietet. Nicht schlecht. Aber ich möchte jetzt eines ausprobieren. So es aussieht. Das erst kaufen oder habe ich schon? Das weiß ich nicht, obwohl müsste ich eigentlich haben, weil da brennt Licht.
wo geht's da rein? Das ist eine Bushaltestelle da drüber. Geht schnell, bevor sie umschaltet. Jetzt war ich zu vorsichtig. Hab die Leitplanke nicht gesehen. Wo kann ich da? Ach, hier. Also, dann kaufen wir uns mal schnell die Straße. Ah, die Straße. Die Garage. Ja, ja. Brauchen wir nicht angucken. So, und kann ich jetzt den Auflieger hier abgeben? Wenn ja, wie? Komm einfach mal da rein. Hagen, do you really want to start this trailer in this garage? Also, ob ich wirklich will, dass ich den Trailer in der Garage stehen lasse. Ja, möchte ich. Jetzt haben wir Stuttgart bestellt. Das heißt, ich kann sie nach Stuttgart fahren. Ja, gut. Mein Fehler. Aber ich könnte auch hingehen. Auken, yes. Umsteller. Hierher. Okay. Jetzt habe ich den hier in der Garage stehen. Und wenn ich jetzt sage, das versuchen wir noch. Ich möchte den benutzen. Dann habe ich den schon angekündigt. Der schlief Taxi hoch. Wie kann ich den jetzt hier in die Garage stellen? Ja. Na gut, jetzt steht er in der Garage. Also es geht so wie mit dem LKW da. Da wo er steht, da kommt er wieder hin. Das wäre jetzt noch die optimale, wenn man da, wo man hinkommt, wegen Übermüdung habe ich gerade Strafe bezahlt. Ja gut. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Eindruck gekriegt von
von dem ganzen Update. Gebt mir einfach mal in den Kommentaren eure Meinung dazu ab. Und auch was ihr zu dem Gespann hier haltet. Ob man den LKW im gleichen Design lackieren soll oder ob der so gut ist. Also ich find's geil. Gebt mir einfach mal euren Kommentar dazu ab. Wenn ich jetzt meine Auflieger holen möchte. Ja, egal. Also, ihr könnt euer LKW kaufen, ihr könnt konfigurieren wieder. Lauf mir jetzt nicht. Ihr könnt konfigurieren wie ein LKW. Geht nur schnell hin, dass ich nicht noch mehr Kohle verliere. Gut, eigentlich wäre es ja scheißegal. Jetzt fahre ich noch am Tor vorbei. So. Eigentlich jetzt mit dem. Ja. So. Jetzt. Also, ihr könnt einen eigenen LKW kaufen. LKW kaufen, könnt ihr schon lange. Einen eigenen Auflieger kaufen. Ihr könnt den Auflieger eure Garage zuweisen. Eure Mitarbeiter fahren automatisch mit den Dingen rum. Außer ich habe irgendwie was eingestellt, ich weiß nicht. Ihr könnt eure eigene Auflieger für euch selber blocken, dass dann niemand damit rumfahren kann. Eure Angestellte. Die Strafe haben sich auch erhöht, also ganz wichtig. Gehen wir davon aus, die wollen dann auf die Multiplayer Server dann später mal die Raserei ein bisschen eindämmen, dass es nicht mehr ganz so extrem ist. Und auch vielleicht wenig Unfälle passieren, egal. Aber ja. Schaut's euch an, ladet die Beta herunter. Wenn ihr im Multiplayer wollt, müsst ihr es wieder zurückpatchen, aber dank Steam geht es ja easy peasy, ganz einfach. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mich gerne an, schreibt in die Kommentare. Aber ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.